Autsch. So, der Proviantfass ist schon leer. So eine Scheiße. Vielleicht muss ich auch öfter mal schießen. So, ich hole mich jetzt mal. Hier ist eine Lagerkiste, die kann ich nicht nehmen. Ja. Also jetzt müsste aber unten echt richtig viel Scheiß drin sein. Also sie rennen hier auf jeden Fall schon los und reparieren. Ja, jetzt ist auch in der mittleren Etage Wasser. Lass mal hier reparieren. Ja, mach. Jetzt haben wir's. Sie haben uns entankert. Das war's. Ja, sehr gut. Kann ich mich hier oben wieder um die Kanoniere kümmern? Ja, ist weg, das Schiff. Ich weiß nicht, warum ich noch nicht schwimmen kann. Ich würde gerne schwimmen. Ich ersticke auch noch gar nicht. Hä? Oh, jetzt falle ich hier nach unten. Na! Ah! Hilfe! Also ich kann hier noch auf dem Schiff rumlaufen. Oh, jetzt ist es weg, das Schiff. Ich komme mit dem Loot hoch. Das Loot bist drin. Du, damit ich weiß, wann ich hier aufhören muss zu wenden. Also ich bin in der Mitte vom Loot, genau. Oh, ich habe nichts mehr zu essen dabei. Ich bin verdammt tief mit nach unten gegangen. Was haben wir denn? Wir haben auf jeden Fall einen Ritualschädel wieder. Nichts mit Gewürzen. Hier ist es so eine betrunkenen Kiste, ne? Also eine Lagerkiste ist dabei. Boah, die Welt. Da soll ich nochmal näher ranfahren? Bei dem Wellengang. Echt schwierig, was zu holen. Ich fahr mal ganz langsam. Guck mal in der Zeit, ob der Reaper schon Stufe 5 ist oder sowas. Ja, ist er. Er hat gerade Verkauf beim Hideout und nimmt jetzt Kurs auf uns. Ja, dann können wir hier hinten schnell ab auch noch verkaufen. Haben wir alles drauf? Ja, ja. Also wieder zum Ancient Spy oder was? Ich weiß nicht, was das letzte hier ist, noch was da drin ist, ja. Süden direkt. Guck mal. Ich drehe schon das Schiff. Ich glaube, das waren Munitionssäckchen oder was? Ja, es waren auch Munitionssäckchen dabei. Aber Kanonenkugeln haben wir jetzt ein paar. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch was ist, ob du noch was siehst. Nee. Bin mal weg, fahr schon mal los.
Ich fahre an dir vorbei. Kannst du hier vielleicht festhalten? Ja, wenn das geht. Du musst es hinkriegen, nicht ich. Kommst du doch. Ja. Können wir mal ganz kurz nach dem Reaper gucken? Ja, der hält halt auf uns zu, also. Mhm. Ich hab's vorhin nicht gesehen, was das für einer war. Ich meine, wenn wir jetzt verkaufen, sind wir halt Stufe 5 vermutlich, oder? Ja, ja, können wir auch die Fahne de facto abgeben. Und dann sind wir unsichtbar für ihn. Ja. Ja, oder halt ins Battle gehen und er kriegt halt nichts weiter außer die Supplies oder was, ne? Ach so, ja. Meinst du, wir gehen mal auf PvP? Ja, wenn er uns auf den Sack geht. Gut, bis jetzt ist er uns ja noch nicht auf den Sack gegangen. Er fährt zwar in unsere Richtung. Ja, gut. Sagen wir mal so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns nicht auf den Sack geht? Nach den Erfahrungen der letzten. Ja, ja, er wird schon auf dem Weg zu uns sein. Dann verkaufen wir schnell. Tust du die Lagerkiste noch weg? Oder ist das keine Lagerkiste? Weiß nicht, wo war denn deine Lagerkiste? Ne, es war glaube ich keine Lagerkiste. Also die hatten zwei Lagerkisten, ne? Wo ich mich mal manchmal frage, so ein bisschen scheiß wie wieder hier. Gut, beim letzten Mal war es mehr, ne? Gut, da hatten wir auch wieder Ja, wir sind nicht Stufe 5. Da ist wieder was drin, ne? Ja. Na dann lohnt es sich ja jetzt wieder durchzulooten. Ja. Das denke ich mal, ist jetzt auch auf der anderen Seite der Fall. Ja, hier ist überall wieder was drin. Gar nicht mal wenig Munition und Zeug. Na, willst du dann dir eine andere Lagerkiste schnappen? Ja. Ich habe mir jetzt nicht unsere Hauptlagerkiste genommen. Das ist der Reaper Level 5, ja? Der Reaper ist Level 5, ja. Und der war auf dem Weg zu uns. Ja. Beziehungsweise der dreht sich da von dem Schnitter, versteckt sich irgendwie aus, als hätte er da irgendwie ein Gefecht. Achso, das kann natürlich auch sein. Ich meine, klar, der ist natürlich auch für alle sichtbar. Okay, also hier oben bei der Latrine habe ich dann schon alles. Ich gehe jetzt mal da unten looten. Ist ja nur eine zweite Etage. Hier gibt es eigentlich wieder XP-Boost oder irgend sowas. Wir kommen ja wieder ganz gut voran bei den... Die haben neulich in die Patch-Notes geschrieben, dass jetzt die Berechnung der Erfahrungspunkte korrekt ist. Man hat vorher wohl nicht immer, also gerade für die Gilde, hat man halt nicht immer Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Wenn man welche hätte kriegen sollen. Natürlich ärgerlich. Ja, wir werden vielleicht dann schon ein bisschen weiter als Stufe 6. Aber es wird sowieso noch ein bisschen dauern, bis wir Stufe 15 sind. Das ist natürlich geiler Scheiß, wenn du dann für deinen eigenen Kahn hier fahren kannst, weißt du? Ja.
Okay, ich bin soweit durch hier. Ja, ich würde auch mal sagen, das war's. Aber, ja. Ein bisschen was gab's. Die ein oder andere Kanonenkugel. Hier ist er auch auf dem Steg, ja, ne? Ja, ist der. Fragt mich halt echt, ob in diesen Ascheregionen, ob die Schätze und der ganze Shit, den da findest, mehr wert ist. Ist da mehr lootet, also mehr lohnt dort zu looten. Ob. Keine Ahnung, wir können ja auch mal dahin fahren. Also noch haben wir die Flagge ja nicht abgegeben, also wir müssen jetzt auch nicht uns ins Gefecht mit dem begeben. Teufel, komm raus. So sieht's aus. So, meine Kiste ist leer. Ich mach mal ein bisschen in die Reserve hier. Kann ja nie schaden. Ja, ja, ja. Also Ascheregion, Cluster. Also einfach nach oder wo man Osten. Auftrag oder was annehmen? Habe ich nicht, irgendwie aus der Ascheregion irgendwo was? Keine Ahnung. Ich bin auch Seefahrten des Captain. Trotz Devil's Roar und liefere Fracht in dieser schnellen, gefährlichen Seefahrt des Captains. Ach. Ach ne, können wir ja nicht machen, wenn wir nicht mit dem Handelbund fahren. Dann hätten wir jetzt mal hier so Warnscheiß mitnehmen können. Da kann man das nicht auch so machen, auch wenn du nicht für den Händlerbund fährst. Wollen wir nochmal gucken? Ja, können wir machen. Wir können ja auch wechseln. Wir können ja von mir aus auch die Flagge abgeben und dann machen wir halt Level 1 Händlerbund und probieren das mal aus. Da hatte ich neulich... Hatte ich mit der die sind an dem, der Reaper ist an dem Fort of Demand. Also das ist... Das sieht für mich aus, als würden sie Supplies tanken. Okay. Das kann sein. Und die sind ziemlich, ja, in der Nähe von uns. Also wir sind jetzt hier bei Ancient Spire. Wenn ich das richtig interpretiere, müsste jetzt hier... Was ist denn das für ein Symbol? Die müssten ja da hinten fast an der Insel sein, oder? Keine Ahnung. Also wenn ich es richtig verstehe, müssen wir hier Seide kaufen und bei Daggertooth verkaufen. Aber abgeben müssen wir erst, ne? Wir können nicht einfach hier hingehen. Wir müssen erstmal ja. Zum Goldhorder gehen. Zack. Jetzt würde mich jetzt mal interessieren, ob man die Waren auch so kriegt, aber ich glaube fast ja. Ne, du musst es kaufen, das Zeug. Ja, ja, aber ob man das halt auch jetzt so kriegt. Achso, wenn wir noch nicht für den Handelsbund fahren. Warte. Angebot des Handelsbunds durchstöbern. Ah ne, das ist was anderes. Das ist es nicht. Nicht die Handelsbund. Nee, das Angebot. Ist Ressourcen oder irgend so ein Shit. Ressourcen. Und hier müssten. Kiste mit? Was? Du musst ein Botschafter sein, um Gegenstände zu kaufen. Okay, hau mal rein. Ja, dann. Musst auch. Ich hab schon abgestimmt. Ja, oder? Stehen die da an der Insel? Ne.
komische App aktualisiert sich hier immer zu und ich sehe immer nur im Augenwinkel den Bildschirm von meinem Handy irgendwie kurz aufleuchten. Ja, brauchst du doch aber eigentlich nicht, oder? Ja, da also, steht, wo wir es wieder verkaufen müssen, das Zeug. Nee, aber das aktualisieren muss doch nicht ständig sein. Das ist doch immer fix irgendwie. Das wechselt doch nicht ständig. Ich glaube, es ist auch nur die Werbung. Die App ist ja Werbung finanziert. Und da aktualisiert sich die Werbung immer. Okay, also wir brauchen jetzt Seide. Mit Tee? Wieso gibt es hier jetzt viel Tee? Oder ist es andersrum? Ah ne, es kann auch andersrum sein, dass die hier keine Seide haben und dafür übelst viel Tee. Okay, und? Es gibt nämlich hier keine Seide, aber es gibt hier übelst viele Kisten mit Tee. Die kosten hier bloß 120. Soll ich die mal alle kaufen? Oder was heißt alle? Wir müssen die wahrscheinlich einzeln kaufen. Ah ne, kann ich nacheinander kaufen. Kannst du ihr die schon abnehmen, die Kisten? Also wenn du die mit ihr ansprichst. Okay, dann müssen wir nach Morrow's Peak fahren, um das da zu verkaufen. Das wäre nicht schlecht, aber sie haut hier noch nichts raus. Kannst du auch nicht? Doch, doch, doch. Ich habe aber nur eine jetzt. Genau, das andere Zeug ist nämlich 300 wert oder über 300 und die Teekisten kosten bloß 120 bei der. Wie viel hast du denn jetzt gekauft? Alle, die da sind, oder was? 10 Stück sind's. Bestimmt, wir stellen erstmal hier hin und schießen den rein. Angeblich soll man so relativ schnell das Level vom Handelsbund boosten können. Kann ich mir vorstellen. Du hast es jetzt schon auf... Ich bin fertig. Du bist fertig. Hast du alle Fraktionen fertig? Ja, bis auf hier... Glaub, wie heißt das? Die... Naja, das mit den Fischern. Genau. Fischer und hier halt Reaper. Mhm. Wobei Reaper ja eigentlich auch relativ einfach ist. 9, 10. Okay, wir haben alle. Okay, wir müssen fahren nach Morrow's Peak. Ja, das ist hier in den Ascheregionen. Morrow's Peak. Das ist direkt östlich von uns. Mhm. Oh, da drüben ist ein roter Schädel, ne? Aber ja. Wir wollten das ja jetzt erstmal ausprobieren. Kommen wir ja niemals mal da drauf, ob das funktioniert oder nicht. Da vorne ist Treibgut. Backbordseite. Oder ist das ein Wrack? Ja, es sieht aus wie Treibgut. Ich sehe es, ist Treibgut. Ja, aber das ist viel, kann das sein? Ja, ich habe ein Fass. Ich halte mal an. Dann können wir ein bisschen Supplies tanken. Ja, vielleicht drehe ich mich sogar zu weit. Sprengfass? Noch irgendwas? Das Sprengfass würde ich fast wieder von Bord schmeißen dann. Ja, oder wir nehmen es schnell mit. Ja, aber ich würde jetzt nicht nochmal zurück. Obwohl, wir fahren ja jetzt eigentlich immer direkt von Verkäufer zu Verkäufer. Eben. Ja, können wir mal. Vor allen Dingen, es boostet halt auch die Handelsbund, ja. Handelsbund, ne? Also, was heißt boostet? Also, es gibt Fortschritt auf jeden Fall. Oh, wir drehen zu weit. Alter, dieser Wellengang. Erstmal das Fass hier. Das ist keine Lagerkiste, die du hast. Oder? Doch, ist es. Ach. Was ist denn das hier überhaupt?
Ach, das sind Gewürze. Gewürze müssen wir halt woanders verkaufen dann, ne? Wollen wir das auch dann an Bord lassen? Das ist... Das hat halt jetzt hier regulär als Ladung mit rumgeschwommen sozusagen. Ja, aber... Die kannst du auch dort verkaufen. Nee, das ist ja jetzt hier nicht so ein Lagerkistenzeug. Ja, aber die würden natürlich woanders wahrscheinlich auch mehr bringen, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Kann durchaus sein, ja. Also ich meine, ja. Keine Ahnung. Aber lass mal weiterfahren. Achso, ja. Weiterfahren. Auf nach Osten. Ich weiß jetzt nicht, wo die Gewürze am meisten bringen. Da überfragst du mich jetzt. Die Gewürze bringen am meisten in Plunder Außenposten. Jetzt haben wir den Reaper noch auf der Karte? Ja, denke ich mal schon. Warte mal. Nee, der ist weg jetzt. Nee. Aber das ist jetzt die Zusammenlegung oder was? Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Die Zusammenlegung, wenn der jetzt der... Also, dann wurden wir nicht zusammengelegt, dann ist der woanders gelandet als wir. Ja, aber wo ist denn der Schädel? Ist doch jetzt auch weg. Ja, wir sind jetzt einfach auf einem anderen Server gelandet. Ja. Da hat er uns verschoben oder was? Ja, aber warum? Keine Ahnung, vielleicht hat er einen Platz gebraucht, um einen PvP-Fuzzi reinzuspawnen. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Vielleicht sind die hier PvP-mäßig umhergefahren, weißt du? Ja, und wir haben keine PvP-Fraktion. Genau, und der wollte jetzt aber, braucht aber einen Slot, um... Ja. Also die Sprengfässer geht man auf jeden Fall sofort ab. Ja, gerade hier in der Ascheregion, wo ständig irgendwelche Vulkane ausbrechen und ständig übelsten Bums hast. Eigentlich müssten wir direkt drauf zufahren, oder? Ja. Ich sehe es auch schon. Aber wir müssen das, glaube ich, beim Handelsposten dann abgeben. Ja. Aber ist ja egal, der ist ja immer direkt am Wasser. Der Händler. Ah, das haben sie aber jetzt schön gemacht beim Angeln. Wenn du Köder drinne hast hier, brauchst du einfach nur noch rechte Maustaste zu drücken und kannst die Köder auswählen. Du musst nicht mehr irgendwie über das blöde Menü da schalten. Mhm. Oh ja, ein sonnengelber Punchschieber, den habe ich noch nicht. Das... Du meinst, davon hast du noch keine 5000 Stück verkauft. Ja, genau. Wir sind doch gar nicht mit unserem Anglerboot unterwegs heute. Ja, das spielt ja keine Rolle. Oh, ich habe das gar nicht. Repariert? Ne, das auch nicht. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das letzte Zeug dran zu basteln. Wir sind doch jetzt, oder ich bin jetzt zumindest Stufe 100 geworden. Berühmtheit 100. Ja, genau, Berühmtheit 100. Und da ist ja nochmal was freigeschaltet worden, glaube ich. Wie lange geht eigentlich die Season noch? 7 Wochen geht die noch. Och. Deswegen, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da den Season Pass zu holen. Ja. Vor allem hat der Season Pass hat mich 999 von diesen Special Münzen gekostet. Ja. Und du kriegst aber übelst viele wieder. Wenn du kriegst ja durch den Season Pass, kriegst du ja einen ganzen Haufen von diesen Münzen. Also Haufen antiker Münzen und so ein Kram kriegst du da immer zu wieder. Ich war ja bei, weiß es nicht genau, 20 oder 30 hatte ich noch antike Münzen. Mhm. Und habe jetzt wieder 908. Also ich habe über 800 Stück durch den Season Pass wiederbekommen. Oder dadurch, dass wir halt hier Berühmtheitsstufe 100 sind. Mhm. Ja. Ja, ich finde halt einfach das, meines Erachtens, gut, du hast ja jetzt kein Echtgeld bezahlt, aber selbst wenn, da immer mal ein Zehner rein wirst, das Game, ja, so übers Jahr mal 20 Euro oder so, damit es weiterbetrieben wird, finde ich in Ordnung. Für den Content, den sie liefern. Ja. Ja. Aber zum Beispiel bei Battlefield, ich würde mir den Season Pass nicht holen, aus dem ganz einfachen Grund. Kann nicht sein, dass die ein Season Update machen und danach habe ich Probleme mit der Performance, ich habe Probleme mit der Mauseingabe, ich habe einen Haufen scheiß Probleme, weißt du? Mhm. Also das kann es ja wohl irgendwie da nicht sein. Ja, aber ich glaube, die haben das Spiel jetzt eher für nochmal für Nvidia-Grafikkarten optimiert und deswegen hast du vielleicht Probleme. Ich glaube nicht, das war Nvidia AMD unabhängig. Ja, ich habe ja DLSS an. Ja. Und da habe ich überhaupt keine Probleme mit der Performance. Ja gut, aber dann hätten sie es auch für FSSR optimieren können. Ja, weiß ich aber nicht, ob sie das gemacht haben. Und dann am besten gleich für den 3er und nicht für den 2,5er oder 2er Version. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kriege, FSSR, ob das bei mir geht oder FSR.
Was ist das für meine Grafikkarte? Kriegen wir keinen? Was machst du? Wer hat denn die Leiter da so blöd platziert? Ja, es ist halt einfach. Irgendwie haben wir mal ein Loch. Warte mal, ich mach's mal kurz zu. Ich bin ja mal gespannt, wie jetzt hier das Dingsbums vorwärts geht. Boah, wir haben jetzt 1300 für die Kiste bekommen. Ich habe 120 dafür bezahlt und 1300 bekommen. Okay, das heißt, wir machen 10.000 pro Fahrt hier. Ja. Mich würde ja mal interessieren, ob wir da hier mit schnellen Dings boosten können. Weißt du? Ein Handelsbund? Ja. Ich denke schon. Jetzt sind wir nicht auf Stufe 1, jetzt kriegen wir auch schon Bonus dafür. Das ist ja, du kriegst ja auch noch ordentlich Bonus. Ja. Also ich denke mal, wenn man hier Stufe 5 ist und das macht, kriegt man schon einen Haufen Geld. Okay, du boostest dich auch schnell, relativ schnell hoch, ne? Ja. Und du machst hier diese Dinger durch, diese ganzen Achievements. Ja. Okay, wir kaufen jetzt hier Steine. Okay. Also ich kaufe wieder und du nimmst schon mal ab, ja? Gut, dass die Klappen hier nicht benutzbar sind, Alter. Diese Fensterläden, ey. Dass du nicht drauf stehen kannst, ja. Du denkst jedes Mal, ja, stelle ich mich da drauf, komme ich an Bord, ja, scheiß. Ja. Oh, das gibt auch ganz schön Fortschritt für die Gilde. Das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Oh. Keep turning the wheels of commerce. So, und die Steine fahren wir dann nach Daggertooth. Mit dem Auf- und Abladen müssen wir noch mal ein bisschen optimieren irgendwie. Besten irgendwie, dass wir direkt hier bei ihr halten und direkt da, weißt du? Mhm. Dass man es nur abstellen muss und man das mit der Harpune reinschießen kann. Ja, genau. Aber dafür musst du, glaube ich, die Dings besser kennen. Na gut, das können wir uns ja vorher angucken, bevor wir hier andocken. Mhm. Haben wir schon alle? Ja. Also eine steht hier schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, auf nach Daggertooth. Irgendwer hat hier jetzt eine Mission gefunden. Ich. So, Daggertooth ist auch hier in der Ascheregion, oder? Nee. In der Ascheregion gibt es nur hier den Außenposten. Stimmt, Daggertooth ist da oben. Ja. Nordwesten.